Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Mühlenkreis mit der Landmap. Ich bin der Shorty von der Test Area. Ja, und wir läuten jetzt irgendwie, glaube ich, so die letzten vier Folgen ein. Ich werde jetzt mal eine Nacht schlafen. Ich möchte die Silageballen noch wegbringen. Die Silage abfahren. Dann haben wir noch ein paar kleinere Transportaufgaben zu erledigen. Die Tiere müssen versorgt werden. So. War es so ungefähr der letzte Ballen? Bis bei 94%. Ich lasse jetzt wieder die Zeit vorlaufen. 95%, 96%, 97, 99, 100%. Okay. So, ich hole die Ballen hier runter und dann, ja, ob wir jetzt hier nochmal Kalk und Dünger ausbringen, weiß ich noch nicht. Ich denke aber eher nicht. Das ist jetzt zum Projektende nicht mehr so wichtig. Ich nehme den. Der ist gut. Der ist klein und wendig. Ah, die Transportaufgaben würde ich doch zuerst machen. Und dann die Ballen sammeln. Ne? Egal, ich brauche den Anhänger auf jeden Fall. Da haben wir ja beim Milchfass gesehen, dass mir das Öl nicht angezeigt wurde. Warum auch immer. Die Taste Ü ist ja dann, um den Drehschemel zu sperren. Ich hatte gedacht, dass man den Drehschemel hier wahrscheinlich nicht sperren kann. Ich will mich aber eines Besseren belehren lassen. Es geht tatsächlich nicht mit diesem Drehschema. Der lässt sich nicht sperren. Nein, nein. Blöd, blöd. Was hast du denn? Rundball. Nee, wir wollen Paletten. Europaletten. Genau. Für die Transportaufgaben. Die Eier kommen jetzt drauf und dann werden wir zum Bäcker fahren. So. Kannst du knicken. Das geht nicht mit diesem Anhänger. Aber mit dem Milchfass hat das gut geklappt. Mit dem Blockieren. So, ich drehe dich mal um. Ich bin am Überlegen, Produktion, Bäckerei, was wir noch alles machen wollen, müssen wir dann auch abholen. Guck jetzt mal hier, das Hühnerfutter, da noch mal ordentlich nachfüttern. So. Da müssen wir schon wieder neues Futter kaufen, ne? Tja. Aber euch geht's gut, ne? Jo. Hop, 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 hop. Hier liegen immer noch Ball, also die
Die vier unteren Ballen haben tatsächlich dann irgendwie für das ganze Projekt ausgereicht, um die Schafe zu füttern. Ne? Schon faszinierend. Schon faszinierend. Dann wollen wir die Standardaufgaben hier auch mal erledigen. Hier ist wieder so dieser. Wir haben keinen Ton in der Halle Back. Der Misthaufen wächst, das ist gut. Mach Honig ohne Ende. Warte kurz. Das muss auch zur Müslifabrik. Wäre jetzt ein Abwasch gewesen, den mitzunehmen, scheint. Kommt noch einer? Müslifabrik. So, wir machen als erstes Mischration. Hof, Einkaufssilo, Hof, Tiere, Kühe. Butter anliefern, Mischration. So, dann fahren wir die Fermentarsinage. Ja, da müssen wir mal reingucken eben in die Produktion. In die Produktion. Ja, das lohnt. Das lohnt. Das ist wieder ein bisschen Geld. So. Dann machen wir mal Produktionen, Fermenter abholen. Und das Ganze bringen wir im Verkauf, Viehhandel. Silage. So, ich denke mal, das ist unser bester Traktor, den wir haben. Der Massey Ferguson hier. Ah ja. Der Bäcker ist voll mit Eiern. Jawohl, wo können wir denn dann die Eier meist bezahlend loswerden? An der Pizzeria. 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 Und ist so gleich um die Ecke. Das ist praktisch. Das ist praktisch. Pakatakatakatiki. So. Weiß zwar nicht, was die Pizzeria mit so vielen Eiern macht, aber werden das schon wissen, ne? Jetzt fahre ich noch den Honig vom Hof. In die Müslifabrik und danach sind dann die Ballen dran, muss ich sagen. Fahr mal zum Silo. Da bist du ziemlich nahe dran. Am Honey. So, hier haben wir es. Mischration lagern wir ein. Dann holen wir den Stroh.
Ja, das ist wirklich nicht viel, ne? Die sind wirklich nichts viele. Nichts viel Arbeiten zu tun. Was, mein? Ich meine, wir können mal durchrennen. Mehr gestriegelt, ne? Okay, Stufe 2. Und noch mal zum Grasmähen kommen. Ist ja jetzt Winter, ne? Wir werden sehen. Ich glaube es ja mal nicht. Aber was weiß ich denn schon? So, jetzt Stroh. Vielleicht reicht's. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. So. Wenn der Stroh nicht reicht, dann doch reicht. Hätten wir noch Stroh nachgekauft. Ja, wir können jetzt noch helfen mit dem Silagefahren. Dann sind wir in diesem Monat nämlich auch schon rucki-zucki wieder durch. Und ab. Der ist weit weg. Und jetzt hier noch den Honig eben. Der muss zur Nussfabrik. Dann gib mal alles. Ich will jetzt nur noch eben die Wolle verkaufen. Und dann können wir uns um die Ballen kümmern. Wolle. Ach, ist doch schon hier. Am Hafen. Alles klar. Ist eine Ecke zu fahren, ne? Aber ja. Machen wir. Ja, wenn wir dann die Wolle verkauft haben, denke ich mir, schicke ich den los. Die Ballen holen und verkaufen. Das kriegt er automatisch hin. Das haben wir eingestellt. Müssen wir nur sehen, wie wir die Autolord-Einstellungen haben. Aber am Ende wird das schon passen. So. Ja, und dann fangen wir an, ne? Mit Holzfällen. Und beliefern vom Sägewerk. Dann schauen wir, dass der Tischler in der Arbeit kommt. Dann mal sehen, wie weit wir dann noch kommen. Wie gesagt, wir machen das Projekt so fertig, dass am Montag, den 17. die letzte Folge kommt. Und dann gucken wir. Ich habe noch keine Ahnung,
welche Map als nächstes kommt, aber es wird wieder mit Precision Farming möglichst real das Projekt, kein Unreal Farming. Und da werde ich schon eine hübsche Map finden. Wir sind ja jetzt hier optisch verwöhnt von der Mühlenkreis Mittelland, wie liebevoll die gestaltet wurde mit den ganzen Details. Wäre natürlich schön, wenn ich dann eine Map finde, die da mithalten kann, ne? Und nicht wieder so eine kahle Map, wo kaum was drauf ist an Landschaft, die so den Eindruck macht, als wenn sie noch nicht fertig ist, ne? So was wollen wir nicht nochmal spielen. So. Verkaufen wir noch die Wolle und dann sind wir durch. Ich muss nur gucken, bei dem, der nochmal voll wird. Ach, ist ja eigentlich egal. Ist ja eigentlich egal. Vorne ist der Trigger. Schiffchen. Schiff, 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 schiff. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Bäm, bäm, bäm. Na, das war ja nicht die Welt. Naja, egal. So. Feld 101 Ballen, dann abladen, Verkauf, Fiande, Rundball 150er, stehen da drin. Abladen hinten, 3 Sekunden warten, perfekt, perfekt, was will man mehr? So, dann muss das nur noch klappen und dann, ne? So. Hast du noch, ja, du hast jetzt den Rest hier. Alles klar. Oh, nee, war richtig. War richtig. Nochmal schön aus, kippi, 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 kippi machen. Ja, also mit Silage und Silageball und so haben wir schon gutes Geld verdient. Und natürlich den rangeschummelten Fermenter. Du kannst nach Hause fahren. Tetsch. Ja, du hast jetzt einen weiten Anfahrweg dahin, ne? Ja, ich weiß. 4 Minuten. Ah, das kriegst du schon. Nun gut, ich habe ja jetzt hier Rundballen, 150er Rundballen eingestellt. Bei der Übergabe an Cosplay müsste er dann eigentlich den Anhänger von Paletten auf 150er Ballen auch umstellen. Und dann sollte das Sammeln klappen. Wenn nicht, machen wir das halt eben von Hand. Das ist ja nicht das Problem. 52 Ballen fliegen hier rum. Stehe. Macht er nicht.
fällt da nicht um. Ach, es ist schon. Es war mal besser, ne? So. Grundwall 150. So, jetzt sieht die Welt schon ganz anders aus. Da müsste er jetzt also aufladen. Ich glaube. Hä? Warum hat er den denn liegen lassen? Muss ich nicht verstehen. Also er müsste jetzt hier aufsammeln. Das geht schneller als mit diesem Standardballenladewagen, wie wir sehen. Dann müsste er eigentlich nur noch den Kurs finden und losfahren. Die Ballen wegbringen. Gut, das sind drüber. Autodrive ist angesprungen. Ja. Ja. Es hat funktioniert, ne? Einwandfrei. Gut, dann wissen wir Bescheid. Können wir nächstes Mal hier unten Ballen sammeln. Ganz in Ruhe. Wir fangen an mit Holzfällen. Ja, gucken wir, ne? Wie wir was wir alles so kriegen. Warum ich da mal den hat stehen lassen. Warum er den hat stehen lassen. So. 5500 Liter Silage, 890 Kilogramm. Wird schon noch. So, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und Mitmachen dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal beim Wachstum. Abonnieren nicht vergessen, es ist bei YouTube gratis und kann sich somit jeder leisten. Ich war, bin und bleib der Shorty von der Test Area. Das war knapp. Und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.